Die Gruppe der Frauen umfasst alle weiblichen Kolleginnen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unser Anliegen ist es natürlich schon, die Interessen der Frauen, die Frauenpolitik zu vertreten. Die inhaltliche Grundlage bietet natürlich der Koalitionsvertrag. So können wir gut unsere frauenpolitischen Themen auch umsetzen, das Recht auf befristete Teilzeit beispielsweise. Der Weltfrauentag ist ganz wichtig für uns, weil wir zum einen die Errungenschaften, die wir in der Frauenpolitik erreicht haben, natürlich auch erinnern möchten. Wir haben dazu eine Debatte im Deutschen Bundestag geführt zur Kernzeit. Das ist richtig und wichtig. Aber der Weltfrauentag ist auch wichtig, um zu ermahnen, ein Stück weit Ansporn auch zu sein, dass wir besser werden können, aber auch über den Tellerrand hinauszuschauen und darauf hinzuweisen, dass es andere Länder gibt, wo Frauen noch Gewalt ausgesetzt werden und dass wir das nicht für gut heißen. Was die MeToo-Debatte anbelangt, finde ich das sehr mutig, dass die Frauen sich geäußert haben, Persönliches erzählt haben. Ich bin da sehr dankbar und erachte das als sehr wichtig, dass wir da darauf hinweisen, dass sich, glaube ich, auch ein Stück weit bei den Männern in den Köpfen noch was ändern muss. Viele Politikerinnen machen einen tollen Job und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ich freue mich auch, dass wir eine Doppelspitze in der Partei haben, eine Generalsekretärin und eine Parteivorsitzende, unsere Bundeskanzlerin. Und das ist sehr toll, dass da ein guter Frauenpower herrscht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Gründe vielfältig sind, warum Frauen nicht so viel in der Politik sind, oftmals Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch nicht so, wie wir es vielleicht bräuchten. Auf der anderen Seite wollen aber Frauen auch angesprochen werden, Frauen wollen motiviert werden, Frauen benötigen zum Teil mehr Unterstützung und da können wir besser werden.